Ganz kurzes Zwischenvideo. Aufgrund eines aktuellen Ereignisses muss ich euch unbedingt informieren, weil ihr wisst ja, ich will offen euch berichten darüber, was mit meinem YouTube-Kanal abgeht und ja, was halt ist. Und jetzt ist was passiert. Ich habe das schon in den Kommentaren schon festgestellt und mit einigen von euch auch schon diskutiert darüber. Aber das Folgende ist passiert. Und zwar wurde mein Kanal offensichtlich von jemandem attackiert. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass mein Kanal irgendjemanden so in Rage setzt oder so ärgert, dass er das nötig hat oder dass er das machen muss. Aber es ist jetzt passiert. Ich habe auch den YouTube-Support in Kenntnis gesetzt. Folgendes: Mein Video Vegan Diskussionssong hat schon am ersten Tag relativ ungewöhnlich viele Views gehabt. Und da habe ich mir schon gedacht, aber man entwickelt ja so als YouTuber so langsam ein Gefühl dafür, was normal ist und was nicht normal ist. Und ich habe, mir hat alles schon gesagt, nee, also so toll war der Song nicht, dass so viele Views kommen. Und auch in den nächsten Tagen hat sich das fortgesetzt. Und man bekommt allerdings erst 3, 4 Tage später die Statistiken für die Zugriffe. Also wer hat zugegriffen, von wo hat zugegriffen und so weiter. Und ja, und die Statistiken sind jetzt gerade reingekommen und da habe ich halt gesehen, und das blende ich euch jetzt mal ein, dass erstmal vom Land her Deutschland 17% der Zugriffe nur waren. Es ist ein deutsches Lied, ne? Und 17% waren nur Zugriffe aus Deutschland. Das macht keinen Sinn. Und ja, und der Rest halt Russland, Vietnam, Indien, Argentinien, woher auch immer. Und ja, das ist das Erste, was mich stutzig gemacht hat. Und ja, das Zweite, wie wurde zugegriffen? Über ja, Abonnentenfeeds oder über andere YouTube-Kanäle oder was auch immer. Und ja, und da ist halt ganz oben mit 60%, 59%, ihr könnt das sehen, direkt. Das heißt, man hat den Link einfach direkt einkopiert. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und ja, und warum spreche ich nun von attackiert? Ja, es gibt im Endeffekt die Möglichkeit für andere Kanäle, zum Beispiel für Konkurrenten oder für Kanäle, die man selber nicht mag, wie man schaden möchte, die Möglichkeit, dass man Views kauft auf Seiten, um dass man damit gegen die YouTube-Richtlinien verstößt und damit dann der Kanal gesperrt wird. Und ja, und das hat offensichtlich jemand getan bei meinem Kanal. Das heißt, irgendjemand möchte sozusagen meinem Kanal schaden. Und ich ja, muss das einfach jetzt mal so hinnehmen, wie ich halt alles so hinnehme. Ich habe natürlich den YouTube-Support direkt informiert. Ich habe für das Video die Monetarisierung ausgeschaltet. Das heißt, dass mit dem Video kein Geld verdient wird, damit niemand zu Schaden kommt, insbesondere die Firmen, die ja nun darauf werben. Und ja, habe sozusagen jetzt mein Möglichstes getan dafür, dass halt ja, der Schaden gering gehalten wird. Aber das nur mal als Information für euch. Also ja. Ihr könnt euch ja selber Gedanken drüber machen, wenn ihr das denn möchtet, wer denn meinen Kanal schaden würde oder schaden wollen würde. Ich gehe nicht davon aus, dass da jetzt irgendwo ein Schaden entsteht. Aber es ist interessant zu erfahren und ich denke, das solltet ihr auch eigentlich sofort miterfahren. Und dafür steht ja dieses gesamte YouTube-Projekt, dass ich mit euch offen und ehrlich ja, kommuniziere und ja, das sozusagen jetzt ich so wichtig geworden bin, dass mich irgendjemand attackiert hat. Es will mir noch nicht ganz in den Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Aber ja, ich habe mir einige Themen angesprochen. Zum einen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein anderer veganer YouTuber das in irgendeiner Weise, weil das ist Käse. Wir verstehen uns, also die veganen YouTuber haben zwar alle andere Sichten, aber dass jeder tut sich da um seins kümmern. Es wird im Endeffekt wahrscheinlich irgendjemand sein, der mit irgendetwas unzufrieden ist. Ja, also ich hab keine Ahnung, muss ganz ehrlich sagen. Aber ich spreche ja so viele Themen an, aber ja, vielleicht, keine Ahnung, ich habe wirklich, ja, man könnte fast zu jedem Video was sagen, aber dass jemand dann so versucht, ja, dann irgendwie den Kanal zu schaden. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich wollte euch echt darüber informieren und ich bin, weiß ich nicht, schockiert und amüsiert irgendwie zugleich. Also, will mir nicht so recht in den Sinn, weil das kostet ja auch Geld, also, oder Mühe oder was auch immer, irgendwas
Zeit, irgendwas muss es doch kosten. Und ja, Zeit aufzubringen, um anderen zu schaden, oder Geld aufzubringen, anderen zu schaden. Und es ist ja wirklich nur das, dass man demjenigen schaden möchte. Das ist halt irgendwie für mich nicht so nachvollziehbar. Aber gut, ja. Also ihr wisst Bescheid, und das wollte ich euch nochmal sagen. Ich habe das Video natürlich jetzt erstmal noch online. Ich habe die Monetarisierung ausgeschaltet. Ich habe den YouTube-Support informiert. Und ja, bin gespannt, was jetzt kommt. Ich vermute mal, dass der YouTube, hoffe, dass der YouTube-Support sagt, ja, okay, Monetarisierung ausschalten. Gut, dass du uns informiert hast, und alles klar. Hoffe ich zumindest. Kann natürlich auch sein, dass sie zur Überprüfung vielleicht irgendwie einen Kanal schließen oder sowas und das dann überprüfen wollen und dass es sozusagen jetzt dann keine Videos mehr gibt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ist das der aktuelle Stand der Dinge. Nehmen wir einfach mal so hin.